Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für Kinderschuhe und Kinderfüße interessieren. Diesmal geht es um die Neuerungen für die kommende Saison. Und da bin ich ja schon wieder total aufgeregt, weil es ist ja immer so viel, was da geboten wird und wo man dann doch immer wieder sondieren muss. Welche Schuhe kaufe ich? Welche Farben nehme ich? Welche Modelle sprechen meine Kunden an? Und schon alleine, wenn man jetzt bloß mal hier so einen kleinen Blick ins Karree reinwirft auf unseren Ladentisch, dann sieht man ja schon, ist es alles wieder ein etwas dunkler geworden, ist ja auch klar, weil wir gehen natürlich auf den Herbst-Winter zu. Und zum anderen ist es natürlich auch von den Farben her nicht mehr ganz so hell, sondern alles etwas gediegener. Und nun versuchen wir natürlich auch immer, das nicht alles nur in eine Farbrichtung gehen zu lassen. Also deswegen auch hier wieder ganz unisexfarbenes Altrosa für die größeren Mädels, wie auch hier für die ganz Kleinen. Na, unsere hübschen Vertreter von Curl, die schlanken Füße für die alternativen Modelle, die mal ganz Uni sind, ohne Verzierung, schön in Barfußausführung und mit einer tollen Passform in Schmal und in Mittel. Ganz neu sind die Badolinos mit Texmembran. Ihr seht auch hier wieder etwas fetziger gemacht, sehen aus wie kleine Sneaker und sind natürlich wasserdicht gemacht. Schön, damit man die wirklich damit in den Herbst hineinlaufen kann. Sogar schon, wie sage ich immer, bei den Modellen, die ein textiles Innenfutter haben, kann man die gut und gerne bis in den einstelligen Bereich hineinziehen. Je nach Wärme des Kinderfußes, muss ich immer wieder sagen. Aber es gibt natürlich auch sehr warme Füße darunter und dem sollte man einfach Rechnung tragen und nicht zu zeitig auf gefütterte Ware umsteigen. So, dann haben wir hier die Vertreter auf der Seite für die B-Lifestyle. Also B-Lifestyle hat auch hier wieder mal ein wunderschönes Modell für die Mädels. Guck doch mal, mit einem Waschbärdruck drauf. Ist das nicht toll? Ja, und hinzu kommt auch wieder diese schöne Flexibilität der Sohle. Natürlich etwas stärker, weil es halt ein Herbstschuh ist. Dann ist es nicht mehr ganz so dünn, aber immer noch absolute Nulllinie. Unheimlich flexibel, ohne Zehen, Fersenschutz. So, oder dann eben halt auch hier mit der schönen breiten Zehenbox für die Füße. Wunderbar gemacht. Zwei Klettis oder der Doppelklett generell sowieso immer sehr schön von der Passform her und zum Handling für unsere Kitties. Aber auch die größeren kommen hier nicht ganz zu kurz. Ihr seht, wir haben diesen schönen Sneaker von Tell You. In einem schönen herbstlichen Khaki-Farben, denn ich sag mal, die Großen stehen ja doch mehr so auf sportlich, trendy, Sneaker, Sportschuh, habe ich schon gesagt, ne? Oder? Ja, sowas in der Richtung auf jeden Fall. Es soll hip aussehen, es soll modisch aussehen und ich glaube, das tut er auch. Für unsere ganz stylischen Kollegen haben wir so ein paar Worker-Boots, einmal für die Mädels, einmal für die Jungs von Choose Me. Auch ganz tolle Schuhe, ihr seht, flache Sohle, Gummikappe vorne, also wirklich auch was Stabileres für die größeren Kinder und natürlich absolut hip mit dem Druck bzw. in der Ausführung wie so ein Walker-Boot. So, das ist natürlich nicht alles. Also wer denkt, das wäre jetzt hier reinweg, was wir jetzt unseren Kunden anbieten können, nein. Da kam natürlich noch ein bisschen mehr hereingeflogen. So, Kollege Frodo liefert wunderbare Schuhe in einem schönen Blauton zum Beispiel. Oder klassisches Cognacfarben mit petrolfarbener Absetzung, Reflektor. Super toll. Und dann haben wir noch was ganz Schickes für die Mädchen. Schaut doch mal, Beere in Kombination mit Glitzersternen. Feenstaub, oh, ist das nicht toll? Und dasselbe nochmal in Glattleder, auch wieder für die Freunde. Na? Sehr schöne weiche Sohle, kein Barfußschuh, aber trotzdem toppi toppi. Und wieder mit schöner rustikalen und vor allen Dingen alltagstauglichen Schuhspitze. Der wird immer wieder gern gekauft. Und dann haben wir natürlich auch noch wasserdicht. Tolles Modell.
Immer wieder ein gern gekauftes Modell, gerade bei den Jungs. Und was ich hier finde mit diesem Dark Patrol, eine wunderbare Farbe. Es muss nicht immer blau sein. Na, schaut doch mal. Sieht richtig gut aus, ist natürlich dann schon was für die absolut kühleren Tage. Hier erwähne ich immer bloß, bitte alles, was unter 10 Grad ist, bitte solche Schuhe anziehen. Aber es geht noch weiter. Und flugs, da kommt er rein. Ein wunderbarer, super weicher Sneaker. Auch wieder, ich sag mal, die Erweiterung des Rosario für die größeren Mädels. Etwas ruhiger, trotzdem mit Sternchen und Glitzerpartikel. Ich denke mal, auch der wird seine Abnehmer und Liebhaberinnen finden. Und dann hätten wir auch noch für die kleinen stylischen Freunde. Ich sag doch mal, also schon alleine die Farbkombination, die bringt doch noch mal so ein bisschen Pep rein in die Herbsttage. Mega cooles Electric Blue mit Dark Orange. Eine wunderschöne Farbkombination, auch hier wieder, die der Frodo da gemacht hat. Und auch wieder, ich zeige es nochmal, eine wunderbar flexible Sohle. So, das hätten wir hier. Und dann kommt natürlich auch nochmal die ruhigere Variante in diesem Jeans mit in der Kombination mit Cognacfarben. Mega cooler Schuh. So, und auch da haben wir nochmal zwei wasserdichte Varianten, die dann uns auch reingeflogen sind. Einer schick in Beere mit Textmembran. Und wir haben schwuppdiwupp noch ein tolles Cognacfarben für die Freunde der Erd- und Naturfarbenen Schuhe, Modelle. Ja, schön robust, schön weich, tolle Farbe, tolles Modell, vor allen Dingen auch wieder Unisex, ohne was mit drinne. Und trotzdem finde ich immer, sieht der Schuh nicht langweilig aus, weil das sozusagen mit der Absetzung schön Ton in Ton sind. So, und ihr seht, die Ladentheke ist voll und das sind erstmal die ersten Lieferungen. Es gibt also jede Menge zu entdecken bei uns in den nächsten Tagen und Wochen. Und wer es braucht, kommt rein. Denkt aber bitte dran, macht einen Termin. Wir danken es euch, denn ihr wisst ja immer, die Nachmittage und die Samstagvormittage, es geht wieder los und wir müssen einfach drum bitten, damit wir keinen Stress habt und ihr keinen Stress vor der Tür. Das wäre super. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.